Hallo, meine Lieben. Ich habe es leider nicht geschafft, am Wochenende ein Video für euch aufzunehmen und hochzuladen. Denn mein Mittlerer hatte seinen 18. Geburtstag und dann haben wir ein bisschen gefeiert. Und dann am Sonntag musste ich feststellen, ich glaube, ich bin einfach zu alt zum Feiern. Ich war hundemüde. Ich war sowas von zerstört. Ja? Deswegen gibt es erst heute ein Video und wir gucken jetzt gleich mal, was sich hier zeigt, was eure Ohren, eure Augen und eure Herzen erreichen möchte. Halt, Moment, falsche Baustelle. Och Gottchen, ich sitze hier gerade mitten oder jetzt bin ich fertig mit meinen Beratungen. Und habe noch die ganzen Karten auf dem Tisch. Und ich habe doch da meine Säckchen, die beschriftet sind. Jetzt muss ich alles nochmal den richtigen Platz finden. Naja, so, ich schlebe. Gell? So, oh, was haben wir hier? Als erstes bekommen wir eine Reise, die Nummer 10. Gucken wir weiter. Irgendwer macht sich hier auf den Weg in eine bestimmte Richtung. Boah, nee, 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 das sind zu viele. Aber hat sich auch keine umgedreht, also packen wir sie weg, als wäre nichts gewesen. So, liebes Universum, bitte gib mir ein paar einzelne Kärtchen. Vielen Dank. Ein Todesfall, die Nummer 19. Was bekommen wir noch? Ist schon krass irgendwie, oder so. Nee, so ich hatte einen Todesfall. Na, okay. Ich gehe mal kurz abtauchen. So, die 21. Das Wohnzimmer. Eine sehr interessante Energie. So, dann haben wir die 37, die Armut. Jetzt wollte ich es gerade hinlegen, ohne euch zu zeigen. Und die 29, das Gefängnis. Und unter dem Deck haben wir die 28, die Erwartung. Es kann sein, dass hier jemand mit einem richtigen Umschwung zu tun hat, beziehungsweise da direkt reinläuft. Und so wie ich das hier sehe, könnte das sehr gut ein Mensch in deinem Leben sein, weil du schaust nämlich direkt auf diese Situation. Klären wir das gleich mal. Also irgendein Gegenüber, hatten wir das nicht in der letzten Legung erst? Okay. Gut, ich kann es nicht beeinflussen, was wir hier bekommen. Glücklicherweise. Sollte man auch nicht tun können. Also im engeren Raum bekommt hier dieser Mensch wirklich eine super Klatsche, ja, wenn man das so sagen darf. Was haben der König der Schwerter? Der König der Schwerter tritt hier eine Reise an. Eine Reise in den Tod. Okay? Und es ist, ja, es ist eine gute Energie. Der Tod ist, meine Lieben, ich bin Skorpion. Der Tod ist meine Karte quasi. Oder halt allgemein Skorpionkarte, nicht meine persönliche. Und es ist eine super tolle, großartige Energie, aber die ist natürlich in den ein oder anderen Fällen oder sehr oft auch mit sehr, sehr viel unangenehmen Dingen, Situationen, Schmerz in Verbindung. Was bekommen wir für den Todesfall? Die 7 der Kelche und die 8 der Münzen. Ich würde mal sagen, dieses Gegenüberlein ist so dermaßen
in die falsche Richtung gelaufen, nee, gerannt, gesprintet, schon fast würde ich sagen, dass hier die Superklatsche kommen musste. Die Sache ist nur die, es fühlt sich nicht an, wie so eine Turmklatsche. Ja? Warte mal, der Turm, dazu habe ich doch irgendwas. Nee, ich weiß nicht mehr, wie der Satz hieß. Egal, egal, meine Lieben. Ich habe einen Film angeguckt. Und in diesem Film ist ein Turm niedergebrannt. Und dieser Turm sah original aus wie der Turm aus dem Tarot, also aus sämtlichen Tarot-Decks. Und ein Schauspieler hat an dieser Stelle oder bevor der Turm quasi in sich zusammengefallen ist, hat er einen speziellen Satz gesprochen und es hat mich so berührt. Das war wirklich wie so eine Klatsche und ich habe gesagt, im nächsten Video muss ich das unbedingt erwähnen. Aber da ich mir den Satz nicht gemerkt habe, ja, ich mit meinem Hirn wie ein Sieb und ich habe es mir natürlich auch nicht aufgeschrieben, muss ich da erst nochmal nachforschen. Aber ich werde euch das natürlich zu gegebener Zeit mitteilen. Also, gucken wir weiter. Jemand bekommt hier also die Superklatsche, weil er sich hier vielleicht nicht entscheiden konnte, weil er hier in die falsche Richtung gerannt ist, weil er sich hier vielleicht mehrere Optionen offen gelassen hat, warm gehalten hat. Wenn man das so sagen darf, es sind jetzt natürlich unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Szenarien. Vielleicht geht es hier um Liebesbeziehungen, vielleicht geht es hier um den beruflichen Bereich, um private Sachen, familiäre, freundschaftliche Dinge oder sowas. Deswegen gucken wir da mal weiter. Die zwei der Münzen für das Wohnzimmer. Okay. Hier konnte jemand das Gleichgewicht nicht mehr halten, beziehungsweise auch mit diesem Warmhalten wieder im engsten Kreis, im engsten Umfeld, innerhalb der engsten Verbindungen konnte dieser Mensch nicht mehr, also zum einen die Waagschale halten und auch zum anderen den Ausgleich nicht mehr schaffen. Wir kennen das, man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen und genau das ist hier passiert. Also es könnte hier möglicherweise auch sein, dass es sich um eine Dreierkonstellation handelt, wo vielleicht, also jetzt in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, wo er mit dir irgendwie anbandelt in irgendeiner Form, ja, und wo es hier vielleicht noch eine Rivalin gibt oder eine Nebenbuhlerin, ja, und somit. Spül dich da bitte rein, falls du hier in der letzten Zeit oftmals vertröstet worden bist oder nur mit Ausreden konfrontiert wurdest oder es wurden irgendwelche Versprechungen gemacht, Hoffnungen geschürt oder sonstiges. Vielleicht hast du auch schon irgendwo im Gefühl, dass es hier noch was anderes gibt. Es kann aber natürlich auch sein, ihr Lieben, es muss nicht unbedingt eine Rivalin vorhanden sein. Ja, das ist nämlich hier auch gar nicht das Thema. Es kann auch sein, dass du hier vielleicht diesen Menschen gerade mit seiner Familie teilen musst oder mit seinem Beruf oder mit seinem Freundeskreis. Vielleicht fühlst du dich hier hinten dran gelassen, stehen gelassen, verlassen, ignoriert oder sonstiges. Ja, also das habe ich alles, alles, alles mit drin. Und dadurch, dass dieser Mensch irgendwo hier in diese falsche Richtung gesprintet ist, gibt es jetzt ein ganz klares Stopp. Ein ganz klares Stopp, in dem hier etwas dramatisch zusammenbricht, weil man kann nicht seine Fühler in sämtliche Richtungen ausstrecken und nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Ja, das ist die eigens erbrachte oder eigens kreierte Stagnation auf dem Seelenweg. Aber wenn man sich nicht bewegt, dann bewegt sich auch nichts. Ja, das ist das. Die sechs der Münzen für die Armut. Ich kriege gerade Gänsehaut,
Ich glaube, wir haben es hier mit einer sehr, sehr toxischen Person zu tun. Verzeiht, meine Lieben, eine richtige Arschgeige. Ich hole mir jetzt noch schnell hier den Rest ab. Für das Gefängnis bekommen wir die 7 der Schwerter. Und unter dem Deck haben wir den Gehängten. Und der Gehängte steht hier halb-halb, teilweise für das Gegenüber und teilweise auch für dich. Denn das ist die Klärungskarte für deine Energie hier. Ja, also solltest du in der letzten Zeit schon irgendwie ein komisches Gefühl gehabt haben oder gewusst haben, dass hier irgendwas Krasses passiert im Leben deines Gegenübers, kann ich nur sagen, das ist dein Reading und du lagst damit goldrichtig. Ja, goldrichtig. Da möchte ich gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Also, dein Gegenüber ist hier so in die falsche Richtung gelaufen und hat hier so, ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es einfach ein tolles Wort ist, es gefällt mir so gut. Er hat hier sehr viele toxische, Worte, Handlungen ins Leben gerufen, ans Licht gebracht, ja, von seiner Seite aus, dadurch vielleicht, dass er dir nicht Rede und Antwort gestanden hat, dadurch, dass er mit dir nicht offen kommuniziert hat, dadurch, dass er dir vielleicht dich ständig versetzt hat, dich warm gehalten hat oder sonst irgendwas. Also ich habe hier diesen Menschen, mit diesem Menschen bist du nicht zusammen, also in einer Beziehung. Lass mich da noch mal kurz reinfühlen. Nee, mit diesem Menschen bist du nicht in einer, also ihr lebt nicht zusammen, ihr befindet euch nicht in einer Ehe oder in einer Partnerschaft, also hier ist nichts Festes. Es kann sein, dass es hier ein neuer Mensch ist, den du gedatet hast, mit dem du dich ein paar Mal getroffen hast oder mit dem du nur Online-Kontakt hattest. Und es ist hier so eine richtige Pfeife. Ja. Also, du musst jetzt natürlich gucken für dich, ja, ob dein Gegenüber hier in diesem Reading dabei ist, beziehungsweise ob du oder ihr beide hier mit drin seid. Aber dieser jemand, den ich hier liegen habe, das ist wirklich also eine Pfeife. Nett ausgedrückt, ja? Ganz nett ausgedrückt. Was haben wir hier? Schon wieder der Tod. Halleluja. Die 42, die Verbundenheit und die 96, der Vertrag mit dem Tod. Meine Lieben, was soll ich hier noch nachgucken? Unterm Deck die 76, die Kontrolle. Also dieser jemand, solltest du hier von diesem Menschen noch irgendetwas erwarten, in irgendeiner Form, mach dir keine Hoffnung. Mach dir keine Hoffnung. Dieser Mensch, der lässt sich jetzt erschlagen von dieser universellen Klatsche, die er bekommt, und könnte sich dadurch vielleicht noch weiter entfernen von dir. Der hat hier gerade gar nichts zu melden in deine Richtung. Gar nichts. Der ist hier, und wenn dann nur irgendwie für oberflächlichen Spaß oder sonst irgendwas, also der täuscht hier eine Verbundenheit vor. Vielleicht hat er dir auch hier wirklich schöne Augen gemacht und hey, und du bist was Besonderes und so einen Menschen wie dich habe ich noch nie getroffen. Ja, also das geht jetzt so Richtung Thema Liebe, Seelenpartnerschaft, whatever. Das ist die Hauptthematik einfach immer. Aber der hat dir so ziemlich viel vorgemacht. Und dieses Lügengerüst kann hier nicht mehr aufrechterhalten werden. Ja, Karma,
Deswegen sage ich immer, Leute, seid offen und ehrlich, redet direkt miteinander und sagt auch, wenn euch was nicht gefällt oder ja, also jetzt hier für die Gegenüberlines, die mich hier leider nicht hören können, aber gut, es ist wie es ist. Der hat hier gewisse Themen aus seiner Vergangenheit, gewisse Seelenverträge vielleicht. Seine dunkle Seite ist hier am Werk. Er versucht hier alles zu überdecken, alles zu unterdrücken und kommt somit, der rennt hier gerade in sein Verderben. Und teilweise habe ich hier so eine Reisegruppe an Zuschauern, ihr habt es schon gewusst, ihr habt es schon gespürt. Ihr habt vielleicht sogar schon davon geträumt oder dergleichen. Und andere wiederum, die zweite Reisegruppe von euch, die ich hier liegen habe, ihr seid hier noch am Hoffen, dass hier irgendwas kommt, dass die große Wende kommt, dass die große Heilung kommt. Aber bei diesem Gegenüber habe ich hier ein tatsächliches und komplettes Aus. Also, ich meine, hey, es ist nichts in Stein gemeißelt. Okay? Also, es ist nie etwas endgültig oder es muss nicht endgültig sein. Aber bis dieser Mensch hier wieder auf die Beine kommt, also ich meine jetzt auf die Beine kommt im Sinne von, ich bin aufgewacht, ich habe an meinen Themen gearbeitet. Ja, sie müssen nicht unbedingt sofort geheilt sein, alle, um Gottes Willen. Manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe was getan, ich möchte mit dir offen sprechen und alles. Das habe ich hier nicht bei diesen Menschen. Ja, dieser Mensch ist wirklich eine toxische Pfeife, die hier irgendwas erzählt, die so sehr in sich selbst gefangen ist und immer wieder vor den eigenen Aufgaben davonläuft, die dir das Blaue vom Himmel erzählt, dir die Sterne vom Himmel holen möchte, aber passieren tut hier gar nichts. Heiße Luft kommt raus, es ist alles nur bla bla, es ist alles nur gelabert, aber den Worten folgen keine Taten, also was immer er hier dir auch erzählt hat. Und das scheint hier wirklich so zu sein, dass er da gerade ziemlich dafür zahlen muss. Ja? Jeder bekommt immer seine Rechnung. Ich wollte jetzt nicht sagen, er muss dafür büßen. Ja, und ich muss schon wieder so grinsen. Heute bin ich besonders fies drauf. Nee, er muss gerade dafür zahlen oder demnächst. Ja, also hier kommt es durch. Weil er versucht ja etwas zu kontrollieren, was er nicht kontrollieren kann. Ich meine, alleine schon die eigenen Emotionen, ja klar kann man die unterdrücken, man kann sie ignorieren, man kann die eigenen Themen ignorieren und unterdrücken und was weiß ich, aber für wie lange? Für wie lange? Und auch für dich, wenn du dich hier sehr, sehr stark verbunden fühlst zu diesen Menschen, ist für dich jetzt eben auch diese neue Perspektive, die ansteht, wo das Universum auch dir sagt, guck ihn dir an, schau ihn dir ganz genau an. Willst du mit diesem Menschen wirklich, wirklich engeren Kontakt haben? Willst du dich von diesem Menschen wirklich weiterhin runterziehen lassen? Möchtest du dich wirklich kaputt machen? Das fragt das Universum dich jetzt. Und wenn du möchtest, wenn du so ehrlich und direkt mit dir in die Konfrontation und in die Kommunikation gehen willst, dann leite diese Frage an dich weiter, speziell von deinem höheren Selbst an dein menschliches Ich weiter. So. Gut, lasst mich hier nochmal drüber gucken, ich habe mir hier schon wieder alles versperrt, die ganze Sicht. Gibt es hier noch irgendetwas, was ich mitteilen darf?
Ich sehe gerade, der Weg wäre eigentlich so schön. Also, wenn man sich selbst gegenüber so ehrlich ist und so offen ist und wenn man auch irgendwo so ein bisschen bewusst ist, dann geht man hier eigentlich automatisch, dann geht es hier bis zur Armut, ja, bis man am Boden liegt. Bis man am Boden liegt. No, nee, noch nicht. Und wo es hier nur noch einen Weg gibt, und zwar der nach oben. Wieder aufstehen, die Krone richten und sich die Scheiße angucken, was hier passiert ist, ja, und damit arbeiten. Einen Ausgleich wieder schaffen, Dinge ins Gleichgewicht bringen. Das wäre hier eigentlich der Weg, der danach folgen würde. Was dieses Gegenüberlein hier aber macht, ist, er läuft weg. Er läuft weg. Er bleibt lieber in seinem Gefängnis und lässt sich da den Hintern versohlen vom Universum. Ja, weil ich meine, das Universum arbeitet ja trotzdem. Dieses Gegenüberlein bekommt hier Situationen ins Leben geschickt, ob jetzt im familiären Bereich, im Freundeskreis, im beruflichen Bereich oder die Situation zwischen dir und ihm zum Beispiel. Er bekommt hier Sachen geschickt, Energien und Situationen, die heftigst an ihm rütteln. Und er denkt, er ist hier in Sicherheit und er denkt, er kann hier so weitergehen und so. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter gucken, weil es wird nämlich nur deprimierender, was ich hier so im Gefühl habe. Deswegen, meine Lieben, möchte ich mir für euch, ein Momentchen. Ein Momentchen. Ich möchte mir hier was für euch persönlich abholen. Oh. Wir haben die Festhalten-Karte. Die 10 festhalten. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass du dir darüber bewusst wirst, ob und wie sehr du noch an ihm festhältst. Und es bleibt natürlich dir überlassen. Aber solltest du jetzt sagen, so, nee, ich habe schon lang losgelassen und so, ich bin frei und er ist frei und ist alles gut. Die Karten fallen nicht umsonst. Spür da bitte noch mal ganz genau und ganz ehrlich rein, wo und wie sehr du noch festhältst. Was gibt es da? An was hältst du fest? Wenn du vielleicht hier an dieser toxischen Art dieses Menschen festhältst, dann geht es sehr stark in die Richtung Selbstverletzung, Selbstzerstörung. Aufgrund von geringem Selbstwert vielleicht oder Selbstbewusstsein. Die 38, die Seifenoper, die 50, der Zorn und die 20, der Krieg. Oh. Oh, liebes Universum, da verteilst du aber deine Watschen so richtig. Und die 93 unter dem Deck, die spirituelle Odyssee. Ich bin gerade sowas von baff. Also, das ist so richtig arschversohlen. Hier kommt nämlich auch ans Tageslicht, was es mit dir macht, wenn du weiter festhältst, wenn du es nicht schaffst, dich hier vollständig zu lösen. Ja, du lebst hier in einer Seifenblase weiterhin, hoffst und wünschst. Also es kann sein, dass du dir hier wünschst und darauf hoffst, dass du die Richtige für ihn bist, dass er sich verändert
für dich, dass er sein komplettes Leben wandelt und transformiert für dich, damit ihr zusammen sein könnt? Und in Wirklichkeit zeigt sich hier nur Krieg und Leid und Schmerz. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich dazu sagen, auch das ist hier eine Lernaufgabe für dich, um daran zu wachsen, um hier einen Kreislauf zu durchbrechen und um dich hier wirklich loszulösen, dass in Zukunft auch Menschen auf dich zukommen dürfen, die sich auf Augenhöhe befinden. Ja, man bekommt ja immer diese Begegnungen auf Augenhöhe. Je nachdem, wie du zurzeit drauf bist, wie du dich zurzeit fühlst, wie es dir geht. Und diese Menschen zieht man dann an. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du dich scheiße fühlst, dass du nur scheiß Menschen in dein Leben ziehst. Nein, natürlich nicht. Aber so spezielle Fälle, mit denen du was zu tun hast, da spiegeln sich dann die Themen. Die Themen, die Gefühle, die Handlungen. Auf ganz vielen Ebenen gibt es hier dann Parallelen. Und das ist hier die Lernaufgabe für dich, eben wie ich gerade schon gesagt habe, diesen Zyklus zu durchbrechen. Und wenn notwendig, mit aller Gewalt. Das ist auch der Weg deines Gegenübers, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob der sich darüber bewusst ist, dass es in diese Richtung geht. Weil wie gesagt, ich habe hier nur die Flucht liegen. Kopf in den Sand. Nee, ich bleibe in meiner Komfortzone. Nee, ich bleibe lieber hier, wo es sicher ist. Ich habe es bisher immer so gemacht. Warum sollte ich mich ändern? Ich habe hier gerade ganz, ganz viel kindisches Verhalten mit drin. Ganz viel Ego-Verhalten, ganz viele Ego-Themen. Das kann auch sehr gut sein, dass es hier ein Mensch ist, der mal so sehr geliebt hat, dann vielleicht abgelehnt oder abgewiesen wurde und dann eine Art Seelenvertrag gemacht hat mit sich selbst. Entweder ich werde nie wieder einen Menschen so sehr lieben, ich werde nie wieder mein Herz öffnen, oder er ging dann Richtung Rache. Ich werde jeder Frau heimzahlen, die in irgendeiner Form was für mich empfindet. Ist echt traurig, aber gar nicht so selten. Werde ich zwar nie verstehen, weil ich meine, wenn ein Mensch mich verletzt hat, wieso kann ich dann erwarten oder wieso erwarte ich dann, dass jeder andere auch so ist? Ja, so, oh, alle Männer sind gleich, oh, alle Frauen sind gleich. Verstehe ich nicht. Jeder Mensch ist anders. Ja, vielleicht gibt es Parallelen. Und wenn man immer wieder an die gleiche Sorte Mensch gerät, muss man sich vielleicht mal fragen, was hat das mit mir zu tun? Eine Seelenbotschaft für dich zum Abschluss. Oh. Oh, mir wird gleich schlecht. Ihr Lieben, wir haben die 31. Du erfährst spirituelle Entfaltung. Wie kann man nur partiell Gänsehaut bekommen? Ihr Lieben, ich hatte gerade nur am Schienbein, also nur am Unterschenkel, komplett drumherum, hatte ich Gänsehaut. An beiden. Aber nur da. Komisch. Okay. Also, nochmal zurück, ich muss den Satz auch beenden. Du erfährst spirituelle Entfaltung. Geh neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Muss ich dazu irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Und unter dem Deck haben wir die 26.
Einmal die 4, einmal die 8 in der Quersumme. Die Liebe deines Drachen berührt dich und das Feld deiner Wahrheit wird geöffnet. Der Drache spuckt Feuer. Feuer verbrennt. Manchmal müssen wir uns von diesen schmerzhaften Mauern, Schalen, Fassaden, sonst irgendwas trennen, abspalten, häuten, rausschälen. Spür dich rein, guck, was es mit dir macht. Meine Lieben, fühlt euch von Herzen umarmt. Bis zum nächsten Mal.